Herzlich willkommen zu unserem Tutorial. Um ein Bilderbuchkino herzustellen, benötigen Sie entweder eine digitale Fotokamera und ein Stativ oder einen Scanner, einen Laptop, ein Tonaufnahmegerät, wie zum Beispiel ein Smartphone, Mal- oder Bastelsachen, einen Projektleiter und natürlich Kinder. Ein Bilderbuchkino ist ein vertontes Bilderbuch, also ein kurzer Film, in dem gemalte oder gebastelte und anschließend abfotografierte Bilder nacheinander gezeigt werden. Ein Erzähler oder eine Erzählerin spricht dazu die Geschichte ein. Auch Geräusche oder Musik sind möglich, eben wie bei einem richtigen Film. Erklären Sie zuerst den Kindern, was Sie vorhaben und denken Sie sich zusammen eine kurze, einfache Geschichte aus, die später illustriert werden kann. Und da wollte ich euch mal fragen, ob ihr dazu Ideen habt. Wichtig ist, dass die Geschichte einfach bleibt und in vielleicht 5 bis 10 Bildern illustrierbar ist. Noah hätte gern was mit Polizei. Wir demonstrieren Ihnen den Prozess mit gemalten Bildern. Denkbar sind aber genauso gebastelte oder mit anderen Techniken hergestellte Bilder. Schreiben Sie die Geschichte auf und welche Bilder Sie dafür brauchen. Eine Prinzessin und Piraten. Nun soll jedes Kind oder jede Kindergruppe ein Bild malen. Geben Sie genaue Instruktionen, wie das Bild aussehen soll. Vielleicht an Ihrem Schloss oder in Ihrem Garten. Das könnt ihr doch, oder? Und nutzt sie dann so. Die könnte sie. Sind die Bilder fertig, müssen sie entweder eingescannt oder abfotografiert werden. Beim Scannen ist wichtig, dass die Bilder als JPEG-Dateien gespeichert werden. Achten Sie beim Fotografieren darauf, dass die Bilder möglichst direkt von oben bei gleichbleibender und gleichmäßiger Beleuchtung aufgenommen werden. Nun muss die Geschichte von Ihnen oder den Kindern eingesprochen werden. Ich drücke dann hier auf den Knopf und dann geht's los und euer Satz ist... Wenn Sie kein spezielles Audioaufnahmegerät haben, können Sie auch ein modernes Smartphone nutzen. Dort ist meistens ein sogenanntes Diktiergerät oder ein Audiorecorder integriert. Sie können die Kinder die Geschichte in Etappen einsprechen lassen und die Teilsätze später zusammenschneiden. In Ihren Garten? In Ihren Garten. Die Geschichte wird noch lebendiger, wenn Sie zusätzlich zur Erzählerstimme mit den Kindern Geräusche aufnehmen, die zur Geschichte passen. Kopieren Sie die Bilder von Ihrer Digitalkamera und die Audioaufnahmen von Ihrem Handy auf Ihren Computer in einen neuen Ordner, den Sie am besten nach dem Titel der Geschichte oder des Projekts benennen. Nummerieren Sie die Bilder in der richtigen Reihenfolge. Als Software zur Erstellung des Films empfehlen wir den kostenlosen und einfach zu bedienenden Windows Movie Maker. Diese Software finden Sie auf der Homepage von Microsoft. Installieren Sie den Windows Movie Maker und öffnen Sie das Programm. Markieren Sie alle Bilder aus dem Projektordner und ziehen Sie diese in das rechte leere Schnittfenster. Die Bilder werden automatisch in der Reihenfolge ihrer Nummerierung angeordnet. Sollte ein Bild nicht in der richtigen Reihenfolge sein, können Sie es einfach mit der Maus packen und nach vorne oder hinten verschieben. Ein Bild löschen können Sie, indem Sie es anklicken, also markieren und dann die Entfernen-Taste drücken. Den Film abspielen können Sie, indem Sie entweder die Leertaste drücken oder links beim Media Player auf das Dreieck, also den Wiedergabeknopf, klicken. Damit genügend Raum für die Sprachaufnahmen ist, müssen Sie nun die Zeitdauer, also die Dauer, wie lange jedes einzelne Bild zu sehen ist, ändern. Markieren Sie hierfür alle Bilder, indem Sie STRG A drücken. Oben links sehen Sie Reiter wie Startseite, Animation und visuelle Effekte. Klicken Sie auf den letzten Reiter Bearbeiten. Dort können Sie unter Dauer die Zeit in Sekunden eingeben. Ändern Sie diese zum Beispiel auf 15 Sekunden.
ziehen Sie nun die Sprachaufnahmen in das rechte Schnittfenster. Die Audiodateien legen sich unter die Bilder und lassen sich jetzt wie ein Foto hin und her schieben. Wenn Sie eine Audiodatei anklicken, also markieren, können Sie unter dem rechten Reiter Optionen die Startzeit sowie den Start- und Endpunkt ändern. Schneiden Sie Pausen oder Störgeräusche hinten oder vorne weg und ordnen Sie die Aufnahmen so, dass der Sprecher flüssig die Geschichte erzählt. Die Lautstärke der Audioaufnahmen können Sie ändern, indem Sie eine Audiodatei markieren, dann links unter Optionen auf Musiklautstärke klicken und den Lautstärkeregler verwenden. Sie können nun die Zeitdauer der Bilder nochmals beliebig ändern und der Erzählerstimme anpassen. Wichtig! Speichern Sie Ihr Projekt immer mal wieder ab. Drücken Sie hierfür einfach STRG S. Wählen Sie einen Speicherort auf Ihrem Laptop aus und geben Sie einen Projektnamen ein. Möchten Sie jetzt noch zusätzlich Musik oder Geräusche hinzufügen, müssen Sie den Film zunächst exportieren, da der Movie Maker nur über eine Audiospur verfügt. Klicken Sie links oben auf den ersten Reiter und öffnen Sie das Menü. Klicken Sie auf Film speichern und dann unter den allgemeinen Einstellungen auf Für hochauflösende Anzeige. Mit dieser Option wird der Film in sehr guter Qualität gespeichert. Wählen Sie wieder einen Dateinamen und einen Speicherort und klicken Sie auf Speichern. Der Film wird nun vom Computer herausgerechnet. Das kann je nach Länge des Films ein paar Minuten dauern. Klicken Sie links oben auf den ersten Reiter und dann auf Neues Projekt. Ziehen Sie nun den exportierten Film in das rechte leere Schnittfenster. Nun können Sie noch Geräusche oder Musik hinzufügen. Dabei gehen Sie exakt so vor wie bei den Sprachaufnahmen. Nach diesem letzten Bearbeitungsschritt ist der Film fertig. Speichern Sie das Projekt zum Beispiel als Version 2 und exportieren Sie nochmals den Film. Jetzt können Sie den Film zusammen mit den Kindern anschauen. Viel Spaß! Das war's. Nochmal? Ja. Ja? In einem weit entfernten Land lebte die Prinzessin auf hoher Siebentürme. Sie war eine gute Prinzessin und liebte es, im Garten zu spielen. Eines Tages kamen böse Piraten und entführten sie. Au! Hilfe! Sie brachten sie auf ihr Schiff und hielten sie dort gefangen. Die Superhelden Optimus und Bumblebee hörten zum Glück die Schreie der Prinzessin. Und eilten zu Hilfe. Mit ihren Superkräften konnten sie die Piraten besiegen. Au! Au! Bis sie versenken und die Prinzessin befreien. Die brachten sie wieder zurück in ihren Garten, wo sie wieder glücklich spielen konnte. Weitere Informationen finden Sie auf lfd-bw.de/tutorials.